Anruf zurückverfolgt. Wir haben gerade erstmal eine kleine dicke fette Ballerei hinter uns und werden jetzt erstmal gucken, wo uns das kleine neue Ziel hinleitet. Neues Missionsziel. Folgen Sie dem Anruf, um zu Damien zu kommen. Ich habe hier direkt eine Lieferung von Autos bekommen, das ist schon mal ganz cool. Das heißt, ich muss keine Autos suchen. Das heißt, wir schnappen uns schon mal den kleinen süßen Wagen hier. Jetzt habe ich schon gar Auftragsmörder auf den Hals geschickt bekommen, nur weil ich gerade meinem alten guten Freund Damien auf den Sack gehe. Wer nicht weiß, was ich hier sage, der guckt sich am besten erstmal die anderen Teile. What the fuck? Ich bin jetzt nicht gerade wirklich über der Gasleitung gefahren mit dem Auto, das dann sofort Feuer gefangen hat und dann bin ich, Scheiße, das Auto ist jetzt auch weg. What the fuck? What the fuck? Alright, Damien. Hier. Aber gut zu wissen, dass die Dinger hier hätten von mir angeschossen werden können. Großartig. Kann man es irgendwie abkürzen? Backspace? Nein? Naja, super. Ich sage ja, ich muss einen Zusammenschnitt machen aus den besten Szenen, wie ich einfach mal das Ableben dirigiere. Das testen wir mal ganz kurz, ob das wirklich geht. Hier, Moment. Mit der hier. So, zielen und... Es geht tatsächlich. Weg hier. Okay, nächstes Mal weiß ich das. Und hier bin ich gerade dagegen gefahren. Alles klar. Alles klar. Super. Ja, mit Parcours hast du es hier unten nicht so, hm? Komm, spring, spring, spring. Na, fahr. Schade, fahr. Auto. Motorrad. Irgendwas? Nein? Dann rufe ich mir eins. So, Abrufautos. Während der Mission nicht verfügbar. Ach, leck mich doch. Bin doch gar nicht auf der... Ja gut, ich bin schon an der Mission, aber... Cool, das kann ich auch sprengen. Testen. Oh nein! Ich habe einen Zivilisten getötet! Es tut mir leid! Ah, fuck! Ich wusste nicht, dass da jemand steht. Oh, was ist hier? Oh, ich kann ja einkaufen. Hello. Ein Energy Drink kann ich einkaufen. Cool. Ja, gib her das Ding. Ist okay. Hm. Oh, jetzt ist Licht, weil ich einen Energy Drink gekauft habe, oder was? Facts 07 helping you. Do more. Whatever. Cool. Schön. Was getrunken. Hervorragend. Jetzt laufe ich hier tatsächlich quer durch die Gegend. Aber es ist schon. Ja, die Grafik ist schon schön. Es ist ein bisschen wenig los. Auch nachts. Da ist nicht so viel los hier. Es ist in diesem Square hier. Kommt darauf an, in welchem Kiez ich gerade bin. Was haben wir denn hier? You deserve it. Mama Ryan. Oder Ryan, wie auch immer. Trotzdem hätte ich gerne Karre gehabt. Kann ich wirklich keine Karre rufen jetzt momentan? Nö. So ein Mist. Ah, da stehen welche. Das ist gut. Wie soll es anders sein? Es ist mal wieder ein Mustang. Das ist mein Auto, hört man doch. Dann will ich mal Musik direkt hören. Gibt mir Probleme. Oh, im Handschuhfach war $202. Zur Abwechslung mal wieder. Moment. Stopp. Wenn hier $202 drin waren, wie viel ist wohl hier drin? Ein Ring! Cool! Was haben wir denn da drüben? Weil hier sind gerade schon viele Autos. Autos glühen, Autos plündern. Nö. Na, was haben wir hier drin? Kurz ein Stückchen fahren. Neues Fahrzeug verfügbar. Cool, da waren Fahrzeugführer im Fach. Ah ja, was soll's. Die nehme ich jetzt einfach mit hier. Man könnte sich also von einem Fahrzeug zum nächsten schlängeln und einfach ein bisschen looten. Geh mal weg hier. Husch. Tut. Oh, bin schon angekommen. Oh, ich glaube, es brennt. Ich muss raus. Warum steigt auf der Seite eigentlich aus? Perfekt geparkt. Jeder Amerikaner macht es genauso. Ganz egal. Scheiß doch auf die Natur. Was ist das hier? Ist das eine Niere? Nierenstein? Cutscene auf jeden Fall. Das heißt, haltet meine Fresse. Aren't you a clever boy? You miss me? You had that punk call my sister. Why am I here, Damien? You're always so grim, Abe. My God. Don't you ever loosen up? I want my partner back. Me at the computer, you in the field doing the manly work. I'm here to help you. We both want the same things. Answers? Who attacked us? And I happen to know that you've hit a wall. Yeah, I figured. So,
I come bearing glad tidings. The Merlot. The Merlot. Mm-hmm. The Merlot was your fuck up. Bullshit. You bailed on a perfectly good scheme. No one would have found out if you had just stood by me. 6-year-old girl. My niece died because you went too far. Oh, you're adorable. Blaming your family problems on me? Damien crossed the line, he made the Batman angry. What about me? What about you? You're not the only one suffering. They made me a cripple. They took everything from me. Don't you see? That's what binds us together. You got nothing I need. There was another hacker. There was a second hacker. And I know how to find him. And that may be, Damien. But you can't do it on your own. You need me. Your big problem is... I don't need you. Don't walk away. This is the lead. Thanks for the tip. Ja, alte Wunden heilen nicht, sie vernarben. Das heißt, man vergisst sowas nicht. Aber es ist für mich. I used to look up to Damien. Taught me how to ferret out weak code and exploit it. But I taught him how to do the same without a computer. People can be more vulnerable than their systems. We were a strong team. After Lena, I was done with him. I didn't waste time thinking about him. Now he's creeping back in. I need to know what he's got on the Merlot. Was ich sagen wollte, ist im Prinzip, für mich ist es noch sehr undurchsichtig, um was es hier eigentlich wirklich geht. Das ist so verzweigt. Holy shit. Um da mal durchzublicken, das kann ein bisschen dauern. Aber jetzt mal ganz kurz ein bisschen Atmosphäre getankt. Guckt euch das mal an hier. Ich hol mal extra hoch für euch. So. Das ist schon sehr imposant gebaut, muss ich sagen. Das ist ja nicht einfach mal hingeklatscht worden, sondern haben sie sich wirklich gedacht, wir bauen, was war das? Detroit, ne? So gut wie möglich weiter. Fixer Auftrag, Wegpunkt setzen. Ja, komm, machen wir doch einfach mal was Neues nebenher. Wir haben jetzt so viel an der Hauptstory gemacht. Jetzt machen wir mal kurz eine ganz kleine Nebenquest. Außerdem ist hier so ein schönes kleines Häkchen auch an der Seite. Das ist, glaube ich, so ein Point of Interest hier in der Ecke. Genau, Sehenswürdigkeit. Vergangener Ruhm. Diese Skulptur ist Kunst fürs Volk. Schön, dass sie so etwas interessiert. Ja, nee, reicht. Danke. Mehr wollte ich gar nicht. Sehenswürdigkeit 2 von 100. Also für die Achievement-Jäger ist das Spiel auch definitiv geeignet. Kann man aber später machen. Muss man direkt am Anfang machen. Die Cops da drüben sind auch schon am Rumblinken, aber ich glaube, mich suchen sie momentan nicht. Karre, nehme ich dich. Das ist eine relativ normale Karre. Mittelklasse-Auto. Nein, ich will nicht schon wieder... So, aber schön gewendet. Und wir wollen da hinten ja hin. Da ist nämlich irgendwas im Gange. Nachrichten. Mayor Rushmore is reaching out to Chicagoans after a hotly contested election. Despite anger in some quarters over his surprise victory, Rushmore insists he's working for all citizens and it's business as usual at City Hall. Ja, wie immer. So, ich will auch mal Bürgermeister werden. Bürgermeister von Hamburg am besten. Aber ich glaube, das wird nichts werden. Man kennt mich nämlich hier noch nicht so. Und ich muss mal gucken, was ich da für Hamburg machen könnte. Als erstes mache ich die ganze scheiß Ampeln weg, in Barbeck und in Mansberg. Da kommen überall Brücken und Kreisverkehre und sonst irgendwas hin. So, hier gibt es einen Fixerauftrag. Muss ich dafür aussteigen? Scheinbar. Ja, muss ich aussteigen für. Macht nichts. Ja, mach es an. Ich will sehen, was man machen muss. Someone needs the cops occupied while they launch a job across town. Cool. My job is to keep the cops busy. Cool. I'll keep them busy, all right. Alles klar. Ab ins Auto. Ich bin nur aus dem Auto ausgestiegen, hallo? Okay, ich muss das Auto hier nehmen. Zielfahrzeug ist beschafft. Zum gegebenen Ort fahren und die Polizei einzulocken. Achso, ich muss jetzt immer in den jeweiligen Sekunden dahin fahren. Das ist so ein kleines Rennen sozusagen, um die Cops anzulocken. Okay. Und darf ja zwischendurch natürlich keinen Unfall bauen.
Nicht die! Ich wollte die hinteren eigentlich. Ja, ja, egal. Ja, ja, bin schon da. Ich, eigentlich mag ich solche Dinger nicht. Das ist jetzt hier sehr, doch sehr Need for Speedig. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Weg hier. Na, endlich. So, Polizei ist auf Verfolgung, hervorragend. Also die Aufmerksamkeit habe ich schon mal. Mädels, darf ich hier vielleicht mal durch? Danke. Gar nicht so einfach. Vor allem, weil die blöden anderen Autofahrer im Weg sind. Ja, 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 ja. Ja, versuch mal da hinzukommen in ein paar Sekunden. 4, 3, 2, 1. Wow. Das war aber eine Sekunde zu spät. Okay, also so Missionen sind echt nichts für mich, muss ich sagen. So Racing-Dinger, dann auch mit dieser komischen Steuerung hier, das ist nicht meins, definitiv nicht. Gut, Fixer-Aufträge kannst du schon mal knicken. War aber mein Versuch wert. Könntest du nochmal machen, machen wir aber nicht. Weil es doof. Moment, kann man das nicht abbrechen? Geht es nicht? Wirklich nicht? Das muss so irgendwie abbrechbar sein hier. Vielleicht das da anklicken. Fixer-Aufträge hier nicht verfügbar. Audiologs, bla, blub, blä. Ne, sieht so aus, als müsste ich das gleich nochmal machen. Na gut, versuchen wir es nochmal. Fahren wir diesmal ein bisschen gescheiter. Also ich muss 14 Dinger durchfahren. Okay. Muss aber irgendwie zu schaffen sein, ohne dass man die ganze Zeit irgendwann reinfährt. Warum dann muss es eigentlich so ein hässliches Scheißdrecksauto sein? Also, dass das eine Lage auf der Straße hat, die Toilettenpapier vollgeschissen auf dem Kacker wohnt. Also die Poller brauche ich jetzt mal so nicht. Die habe ich nicht verschwendet. Okay, ist das Auto lebt vielleicht ein paar Sekunden länger als sonst. Ja, das, wie gesagt, es ist ein bisschen schwer zu steuern, das Ding. Ich nehme diesen blauen da. Und das trotz Bremsen, oder vielleicht auch gerade wegen Bremsen. So. Weiter, 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 weiter. Ansonsten muss ich irgendwann mal das Spiel neu starten wahrscheinlich oder neu laden. Oh oh. Das wird schon mal scheiße drauf hier. Ja, fahr mir halt im Weg. Ja, super. Ja, was ist das denn? The fuck war das? Ja, die Physik-Engine ist nicht das Tollste. Weg hier. Da komme ich nie wieder rechtzeitig an. Das ist genau derselbe Scheiß wie gerade eben schon mal. 3, 2, 1, ja, ja, ich weiß nicht, geschafft, leck mich. Ich breche das mal kurz ab. Weil das ist Blödsinn. Dass man die Mission aber auch nicht abbrechen kann. Zumindest, dass es nicht so offensichtlich abzubrechen ist. Das ist ein richtiger Scheißdreck. Es gibt direkt Abzüge. Ich will die Quest nicht machen. Kann ich einfach auslaufen? Geht das nicht hier? Warte, ich laufe jetzt einfach mal anders. Guck mal, ob ich jetzt einfach das Auto nehmen kann. Und sage, hey. Ne, leck mich. 3-Punkte-Wendung, funktioniert auch nicht so ganz. Lass mich jetzt raus hier. Hau ab, hau ab. Nein, ich hab's nicht überfahren, ich hab's nur angefahren. Ja, toll, scheiße. Ich will die Mission nicht, geht weg. Schöne Lensflare-Effekte. Nee, hier, Glare-Effekte. Ups, Entschuldigung. Ja, das Missionsgebiet verlassen, genau so sieht's aus. Hab ich keinen Bock auf den Scheiß. Ich bin weg mit diesen kleinen Drecks-Minispielen, die braucht doch kein Mensch hier. Beobachte lieber diesen wunderschönen Sonnenauf- oder Untergang, eins von beiden. Oh nein, die Mission ist gescheitert, Geisterspur. Wenn ich jetzt wieder vom Auto stehe, muss ich kotzen. Ganz ehrlich, ganz groß rein muss ich dann. Auf dem Monitor, über das Mikrofon, in eure Mikrofon. Na. Ja. Und wenn das Autosave jetzt auch gleich vor dem Auto ist, muss ich leider, leider wirklich erstmal kurz abbrechen und weinen gehen. Nein! Was für eine Scheiße ist das denn? Ah! Ich krieg die Krise! Mission beenden. Ja, bitte. Lass mich jetzt. Das. Bitte, 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 bitte! Ich hab die Mission beendet. Oh Gott, geschafft. Alles klar, Pause, muss aufs Klo. Tschüss, muss aufs Klo. Tschüss.